Das traditionelle Saisonfinale im Südwesten gestaltete mal wieder die Hunsrück Junior Rallye des STH AVD mit unter der Federführung des bekannten Rallye-Ehepaares Henning und Waltraud Wünsch. Wie in der Vergangenheit war der Ferienpark Hambachtal wieder das Rallye-Hauptquartier und der Hauptsponsor, der den Teilnehmern nebst Anhang ein Package-Angebot zur Rallye anbot. Die Rallye-Veranstaltung selbst griff auf das altbewährte Konzept zurück und stellte dem Starterfeld der Hunsrück Junior Rallye 4 verschiedene Wertungsprüfungen auf dem Truppenübungsplatz Baumholder zur Verfügung. Das Ganze auch noch doppelt oder sogar teilweise dreifach gefahren, ergaben immerhin ca. 90 WP-Kilometer. Dem Trend einer nationalen A-Veranstaltung zwecks Auffüllen des Starterfeldes auch noch eine Rallye 200 mitzuveranstalten, folgte man nach der Premiere im Vorjahr auch noch. Zu dieser Rallye Hunsrück 200 hatten sich 20 Teams gemeldet, um im ersten Durchgang der Hunsrück Junior 4 Wertungsprüfungen mit 33 WP-Kilometern zu absolvieren. Das Ganze wurde dann durch die Witterungsbedingungen noch etwas gewürzt. Viel Schnee und die daraus resultierende Glätte verwandelte die Prüfungen in die reinsten Rutschbahnen. Eine große Show im Vorwagen lieferte Sven Haaf auf einem Werks Mitsubishi Charisma. Die Hunsrück Junior Rallye wurde aber trotz des etwas schwachen Nennergebnisses ihrem Ruf als Talentschmiede wieder einmal voll gerecht. Nach Michel Mouton und Isolde Holderried, von denen noch keine einen Sieg in Hunsrück verbuchen konnte, steht nun die nächste, schon nicht mehr so ganz unbekannte Rallye-Amazone in deren Fußstapfen. Wir reden hier über die Nichte von Rallye-Star Dieter Depping, über Janina Depping, die mit dem Proton Vira von Hermann Gassner zu einer Triumphfahrt gestartet war. Schon in WP1 konnte das Team Janina Depping und Tanja Geilhausen mit der ersten Bestzeit des Tages ihren Kontrahenten eins auswischen. Diese ließen sich das nicht gefallen und Werner Langshausen und Stefan Haab konterten mit ihrem Ford Escort Cosworth in WP2, als sie als Schnellste gewertet wurden. Später jedoch in WP4 war für die Cossi-Besatzung Schluss. Elektrikprobleme sorgten für einen verfrühten Feierabend. Janina Depping hatte nun Fritz Köhler und Petra Hägele, die einen Mitsubishi Galant VR4 steuerten, als Hauptgegner, die mächtig auftrumpften. Vor der letzten WP, die mit 12,53 Kilometern in den Büchern der Piloten stand und durch erneuten Schneefall immer rutschiger wurde, hatten Köhler Hägele satte 17 Sekunden Vorsprung. Wir wissen nicht, wo wir die Zeiten gelassen haben sollen, so später das Resümee der Mitsubishi-Paarung, die im Ziel erfuhren,
dass die Dieter Depping-Nichte Janina stolze 30 Sekunden schneller war. Mit 13 Sekunden Vorsprung sicherten sich Janina Depping und Co-Pilotin Tanja Geilhausen den ersten Gesamtsieg in ihrer jungen Laufbahn. Ich ziehe den Hut vor den Damen, so Fritz Köhler, der sich mit dem zweiten Endrang geschlagen geben musste. Ein weiterer Junior konnte sich auf dem dritten Rang behaupten. Michael Rausch und Christine Steher fuhren bei ihrer ersten großen Rallye auf dem Mitsubishi Lancer souverän an der Spitze mit und wie schon erwähnt auf den dritten Gesamtrang. Um die weiteren Ränge 4 und 5 gab es einen fantastischen Zweikampf um den besten Nicht-Allradler. Hier hatten zunächst Willy Buß und Andreas Schwalnier die besten Karten, bis in der Schlussprüfung an ihrem 1600er VW Golf ein Stoßdämpfer den Geist aufgab und das Team den Platz mit Wolfgang Müller und Katharina Schreck tauschte. Diese beklagten sich die ganze Veranstaltung über ein zu hartes Fahrwerk an ihrem Nissan Sunny. Bei der Rallye 200 hatten einige Teams schon vor dem Start wegen des Schnees scheinbar die Hosen voll oder auch nicht das geeignete Reifenmaterial und gingen erst gar nicht an den Start. Nur 18 Teams nahmen den Kampf gegen die Naturgewalten und die Uhr auf, von denen noch 14 in Wertung das Ziel sehen sollten. Stefan Knurr und Bernd Maus fuhren zwar nicht am schnellsten, aber am beständigsten. Obwohl sie keine Bestzeit mit ihrem Opel Corsa markieren konnten, lagen sie am Ende nach 4 gefahrenen Wertungsprüfungen in Front und waren damit die Sieger. Nur eine Sekunde später und mit 2 Bestzeiten auf dem Konto liefen Rainer Svensson und Martin Bauer mit ihrem Ford Sierra Cosworth im Ziel ein, die mit einer etwas weniger ungestümen Fahrweise mit ziemlicher Sicherheit die Sieger gewesen wären. Peter Mühleisen und Gottlob Braun schafften es mit dem Honda Civic einmal als Schnellste und am Ende als Dritte die Veranstaltung zu beenden.